Leute, willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Diese Woche an meiner Seite der liebe Dozer. Es ist crazy. Ich darf auch mal. Und wir mussten unbedingt ja, mal, weil wir haben ja noch nie. Wir haben ja noch nie und wir mussten mal und wir wollten auch mal. Und deswegen machen wir das jetzt heute einfach mal. Genau, einfach so. Und wir gehen direkt ins Hot Topic, würde ich mal sagen. Einfach mal so. Crazy shit. Und zwar das Interview mit Chris Roberts im Gamers Nexus halt so mit einem gewissen Stephen Burke. Steve Burke, yeah, der Chefredakteur. Genau. Du kennst ihn besser als ich. Du weißt, dass er sich ohne N schreibt. Hervorragend. Und zwar wurde Chris Roberts da halt ziemlich auf den Zahn gefühlt. Und unter anderem kamen dabei ziemlich interessante Informationen rüber. Und zwar, dass auf der CitizenCon halt so ein bisschen Squadron 42 gezeigt werden wird. Was auch immer jetzt ein bisschen heißt, halt so ein bisschen mehr wäre ganz schön, weil eigentlich ist es ja halt gar nicht mehr so weit hin bis zum Release. Ja. Und wir sind alle säuisch gespannt, wie das Ganze dann halt eben aussehen wird. Deswegen hoffen wir, dass es halt ein bisschen mehr als nur ein bisschen Squadron 42 sein wird. Und dann gab es Neuigkeiten auch zur Alpha 2.6. Und ja, Star Marine soll auf jeden Fall dabei sein, haben wir auch letzte Woche schon erwähnt. Und dann gab es noch was Neues zum Arena Commander, zu der Überarbeitung, ne? Also Matchmaking, Lobby-System, alles. Der ganze Electronic Access-Bereich wird halt eben quasi nochmal überarbeitet und gestreamlined, weil es soll halt eben so, das soll ein Quick-Game-Mode sein, dass man einfach nur tak, tak, tak ballern und nicht halt tak, 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 Schiff auswählen, so in der Lobby warten. Das soll halt eben jetzt nicht mehr so sein, sondern das soll alles wesentlich schneller und flüssiger gehen. Das ist halt so die große Überarbeitung und 2.6 soll halt unmittelbar nach der CitizenCon halt eben rauskommen. Das heißt, Star Marine ist halt wirklich jetzt langsam in greifbarer Nähe und es wird auch höchste Zeit. Ja, und danach konzentrieren sie sich auf 3.0 und da sind wir auch schon gespannt drauf, denn da wird es vor allem um die Tätigkeitsbereiche gehen, vor allem um die Kernprofessionen, wie man sie so schön beschreiben kann, dass wir überhaupt was tun können, ne? Also nicht nur rumlaufen oder fliegen, sondern wir können uns zum Beispiel um Fracht kümmern, Kauf und Verkauf, um Piraterie. Piraterie bzw. Kopfgeldjagd. Ja. Genauso halt so wird es Mining geben und halt eben so Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel Tanken ist halt eben auch genau. So eine Geschichte. Die Leute, die halt ewig schon ihre Starfarer ausführen möchten, werden dann endlich in den Genuss kommen können, endlich ihren Sprit, den sie gesammelt haben, zu verkaufen. Das sind halt dann die langfristigen, sekundären Berufe, die sie sozusagen anstreben. Die werden sie dann einführen, nachdem sie halt sich um Fracht und Geleitschutz und sowas alles gekümmert haben. Genau, zum Beispiel halt eben auch so die Bergung und halt eben so die Rettungsmissionen, die dann halt eben damit halt anstehen, was genau. Ja für uns jetzt nicht ganz unwichtig ist, halt so kommen dann halt eben endlich auch rein. Das ist halt eben alles in 3.0. Und dann haben sie auf jeden Fall so viel verraten, dass auf, das erste Sternensystem funktional fertig sein soll. In 3.0. In 3.0, genau. Also noch nicht feingeschliffen, genau. Aber halt zumindest schon mal halt 5 Hauptlandezonen auf 5 Planeten und halt ein ganzes Sonnensystem inklusive jede Menge Satelliten, Asteroidenfelder und halt Raumstationen soll es halt eben geben. Genau. Was glaubt ihr denn, welche Landezonen das sein könnten? Das ist jetzt ein kleiner Insider. Aber. Nee, das ist nicht nur ein Insider, das ist ein Outsider. Nee, Quatsch mit Soße. Nee, ganz im Ernst halt so. Was meint ihr denn, was es halt eben sein wird? Weil ich meine, Stanton ist ja halt irgendwie klar, aber was wird denn darüber hinaus noch werden? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall haben sie so viel auch verraten, dass die Planetentechnologie 2.0, dass sie daran ganz fein arbeiten und das war total spannend auch für uns. Geht vor allem um Biome, ne? Oder wir fangen mal ganz von vorne an. Also erstmal, wir haben die Lore, ein Planet wird vorgegeben und dementsprechend müssen sich die Designer daran und die Engine auch, ne, orientieren, okay, wie soll dieser Planet überhaupt aussehen? Also eine Sphäre ist da und daran... Genau, du fängst mit einer nackigen Kugel an, aus Gestein. Und dann ist es halt eben so, dieser Planet ist ja irgendwo verortet. Ja? In irgendeinem Sonnensystem umkreist halt irgendein Stern. So, und dann ist die Frage halt so, ist der im grünen Band, ist er nicht im grünen Band, also quasi der Zone eines Sternensystems, wo Leben möglich ist, auf einem entsprechenden Planeten. Ist das dann so, dann geht man halt eben hin und sagt, okay, gut, dann habe ich jetzt erstmal halt so diese Kugel und fange halt eben an, erstmal so grob Biome aufzuzeichnen. Also quasi halt so den arktischen Bereich, wo es richtig schweinekalt ist, dann halt eben so Äquator, vielleicht Wüste, wenn halt eben die Sonneneinstrahlung steil genug ist, die gemäßigten Zonen, halt so Tundra, Tiger und so weiter und so fort. Und dann fängt man auch an... Dann kommt halt die zweite Ebene im Prinzip schon. Ne? Die Höhenebenen werden dann eingebaut, beziehungsweise programmiert sozusagen. Draufgemalt. Draufgemalt. Ja, so kann man es auch sagen. Genau, nee, genau. Du nimmst tatsächlich halt einfach einen Brush, ja. Gehst halt hin und fängst halt eben an, halt Berge aus der Kugel rauszuziehen oder Täler reinzudrücken. Das halt natürlich dann halt irgendwo auf eine realistische Art und Weise mit den entsprechenden Tools. Und wenn das halt erstmal gemacht ist halt so, dann lässt du halt eben erstmal die Engine vorberechnen halt so, wie dieser Planet sich dann jetzt dann halt wirklich gestalten würde. Beziehungsweise schlägt dir die Engine dann halt eben auch vor, wo die Übergänge zwischen den verschiedenen Biomen sein sollten, beziehungsweise
ob jetzt einige Biome vielleicht halt falsch lokalisiert sind, ja, aufgrund halt eben der Sonneneinstrahlung, weil das berücksichtigt genau, die Engine dann tatsächlich alles schon. Genau, und dann werden halt auch direkt Ebenen eingearbeitet, Flora, Fauna, Vegetationsebenen, das bestimmt dann auch die Engine. Danach wird es dann so sein, dass sie sich um die Wettersysteme sogar kümmert, ne? Oder kann man Systeme sagen? Ja, oder um die Wetterbedingungen, also von Regen, Wolken, blauer Himmel, grauer Himmel. Also im Grunde genommen wirklich eine grobe Wettersimulation wird halt aufgrund halt der verschiedenen Biome, der Beschaffenheit der Planetenoberfläche und der Ausrichtung und der Position des Planeten im Sonnensystem halt umgesetzt. Und da halt schaut sich die Engine halt einfach an, okay, wenn ich hohe Bergzüge habe, daran werden die Wolken kondensieren und dementsprechend ist das Tal darunter halt eben eher ziemlich verregnet, bedeutet eher subtropisch, wenn es halt eben im warmen Bereich ist oder halt eben in der gemäßigten Zone ist es da halt immer sehr feucht. Dementsprechend verändern sich da auch die Pflanzen und die Tierwelt. Genauso wie halt eben runter halt eben zur, zu den heißen Zonen halt am Äquator oder da, wo die Sonne halt eben extrem viel scheint, dass halt da irgendwie selten Wolken am Himmel sind. Da hast du halt einen blauen Himmel und halt eben halt ein sehr trockenes Terrain und dementsprechend ändert sich da auch die Tier- und Pflanzenwelt halt wieder. Ja, das finde ich aber vor allem auch richtig geil, wenn du dann irgendwann auf dem Planeten landest und ob du durch den Dschungel marschierst oder halt wirklich durch die Arktis oder also das ja, diese Vielfalt, die sich dann genau, da tatsächlich hat, die halt möglich ergibt, ne? Wird. Und genau, vor allen Dingen ist es halt eben so, das ist halt eben der Anfang. Und dann ist es halt so, dass die Arktis dann natürlich je nach Lore auch bestimmte Landmarks halt wieder einbauen. Genau. So, also bestimmte. So Platzhalter mit der Idris, ne? Und dann. Der prinzipiell eine abgeschützte Idris kann es sein oder halt ein Berg, der auf eine bestimmte Art und Weise geformt ist, ein Felsen, der aussieht wie Ayers Rock oder was auch immer. Das sind ja Sachen, die sich aus der Lore ergeben. Und da werden halt erstmal so Platzhalter gesetzt. Und da ist dann klar, dass dann später halt so im zweiten Durchgang halt so die Artis drüber gehen und das dann halt eben richtig schön in diese Landschaft halt eben einbetten, sodass wenn du eine abgestürzte Idris oder einen Sternkreuzer hast, dass der dann von der Flora überwuchert wird oder dass der dann halt im ewigen Eis halt steckt und halt so sich darum halt eben so Eistürme gebildet haben und ähnliches. Also solche Sachen werden wir da halt eben sehen und sie haben halt eben da auch gezeigt, was die halt eben tatsächlich für einen abgefahrenen Baukasten da noch tatsächlich halt eben haben, womit es halt eben jetzt auch klar ist, dass diese etwa 110 Planetensysteme gar nicht mal mehr so unrealistisch sind. Das stimmt und vor allem ist das auch ganz gut, dass sie halt nicht irgendwie tausende von Planeten machen wollen, sondern dass sie sich darauf beschränken auch, ne? Aber das dann halt ganz genau machen und uns auch ermöglichen, bestimmte verschiedene Terrains einfach zu erforschen, zu erobern und das dann da auch auszuleben. Ja, das war unser Hot Topic. Fanden wir total spannend, deswegen haben wir es uns rausgepickt. Ja, wir gehen weiter zu den Weekly Updates, angefangen mit Around the Verse. So, Sandy Gardner und Chris Roberts jetzt nach langer Zeit mal wieder halt so in dem geupdateten Format. Genau, wobei die zwischendrin auch schon mal da waren, aber sie führen dieses Mal wieder durch die Show und dieses Mal wird aus Frankfurt berichtet. Also sie haben sich diesmal auf Frankfurt konzentriert, auf Foundry 42, auf das Studio vor Ort. Es wurden auch Fragen geklärt, was ist jetzt eigentlich, sind denn Evocati-Tester schon zugange? Ja, das sind sie. Sie testen gerade die Änderungen am Flugmodell. Ja, prima, da weiß ich ja schon, wenn ich ja tierisch drüber aufregen wird, dass jetzt wieder alles anders ist. Ja, ist etwa so groß, fängt mit W an, hört mit Isen auf, aber der ist momentan noch im Urlaub. Deswegen kann er sich auf jeden Fall freuen, wenn er wieder zurück ist. Hat er auf jeden Fall jede Menge wieder zu tun mit dem Fighter Command. Aber das ist auch ganz gut so, da sind sie auch wieder ein bisschen beschäftigt. Und diese Änderung, also klar, die Evocati sind jetzt halt offenbar halt schon an 2.6 zugange, relativ früh natürlich, aber das ist natürlich gut, weil dann wird sich hoffentlich dieser Release dann halt wirklich auch halt so nach der CitizenCon halt eben gestalten. Dann darüber hinaus ging es halt um die modulare Bauweise, halt so im Großen und Ganzen ist das Citizen. Und zwar, dass sich diese modulare Bauweise, die sie halt eben bei den Planeten demonstriert haben, jetzt halt sich nicht nur darauf beschränkt, sondern jetzt halt tatsächlich halt auch Schiffe so modular halt eben designt werden. Das sind ja die speziellen Stylesheets, die es gibt, die halt für bestimmte Hersteller und für bestimmte Zwecke halt von, sagen wir mal, Satelliten oder Schiffen halt eben auch existieren. Da sind sie halt besonders auf die Satelliten auch eingegangen, ne? Auf die modularen Satelliten haben sich mit verschiedenen Level-Designern auch zusammengesetzt und darüber berichtet. Und nicht nur Satelliten, sondern halt eben auch kleine Stützpunkte oder ähnliches. Die werden halt eben auch modular erzeugt. Was es halt eben möglich macht, tatsächlich dann halt solche Strukturen relativ schnell halt irgendwo zu bauen und halt auch in den Ort einzugliedern, wo sie dann halt eben sein sollen.
Und wichtig ist an dieser Stelle, das haben Sie auch gesagt, dass es ganz klar ist, okay, wenn ich irgendwie einen Satelliten anfliege, dann soll schon von Weitem klar sein, ah, okay, was ist der Zweck, was ist der, die Art oder was für eine Art ist welche das? Welche Natur ist das? Genau, ist das militärisch? Ist das ein Forschungssatellit oder ist das ein Kommunikationssatellit? Also das soll man schon an der Silhouette halt so ablesen erkennen können. Also da ist ein gewisser Pragmatismus halt eben auch in den Designs. Und ich meine, gut, wenn ich einen Satelliten habe, der keine Sonnensegel hat und da guckt eine riesengroße Kanone raus, halt so, weiß ich schon, okay, wird wahrscheinlich Militär sein. Das ist nämlich so eine Sache zum Beispiel, halt so, wo sich auch die verschiedenen Satelliten zum Beispiel, die Typen unterscheiden werden. Und zwar werden zivile Satelliten höchstwahrscheinlich Sonnensegel haben, militärische Satelliten werden halt eine eigene Energiequelle haben und keine Sonnensegel benötigen. Daran kann man dann schon mal erkennen, okay, das ist wahrscheinlich eher ein militärischer Satellit, das ist eher ein ziviler, das ist für Kommunikation gedacht. Und es ist halt eben so, dass diese Module halt einfach frei zusammengesteckt werden können. Es gibt grundsätzliche halt, also es gibt Grundlagen, wie so ein Ding auszusehen hat, wenn es halt diese oder diese Kategorie ist, aber diese Module können auch frei kombiniert werden. Genau, und das wird dann zum Beispiel händisch dann halt gemacht auch, ne? Das ist genau dieser Gegensatz auch zwischen dem prozedural generierten und dann der händischen Ausführung. Und dann gab es noch einen wichtigen Punkt dazu, dass Sie gesagt haben, wir als Spieler können nicht einfach mal so jetzt am Anfang einen Satelliten irgendwo hinsetzen. Das machen am Anfang noch NPCs für uns, ne? Mhm. Und das ist dann später, ja, ist das so eine Vision, dass das zum Beispiel, wenn du mal Kohle hast, kannst du dann halt einen Auftrag erteilen und dann marschiert dann jemand los und setzt dann da einen Satelliten. Ja, prinzipiell ist es halt, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, Sie möchten vielleicht auch eine gewisse Kontrolle darüber haben, halt so, wer Ihnen da jetzt das Sonnensystem vollmüllt, weil ich meine jetzt, wenn man davon ausgeht, okay, ich habe eine Menge Schotter auf der Hohen, weil ich halt irgendwie krasser Piratenlord bin und jetzt irgendwie sperre ich erstmal halt so das Sonnensystem halt so mit meinem Gürtel aus Killer-Satelliten. Das würde wahrscheinlich relativ schnell aus dem Ruder laufen. Dementsprechend ist es halt eben erstmal so, dass am Anfang nur NPC-Organisationen Satelliten setzen können. So das UEI oder die ICC, da wirst du dann halt später, wenn du dann genügend Kohle verdient hast, dann tatsächlich einen Auftrag auslösen können und dann ist es wahrscheinlich in der Realität so, macht es Pling bei CIG in irgendeiner Mailbox und dann zieht halt eben ein Programmierer los und setzt dir dann da halt irgendwo diesen Satelliten wirklich ins System. Aber dementsprechend ist es halt erstmal so, direkt Spielersache wird sowas halt eben erstmal nicht sein. Ja, und was an dieser Stelle vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, also sie können auch beschädigt oder zerstört werden, was natürlich wieder dann eine Funktion fürs Gameplay hat, ne, dass wir dann losmarschieren können, das Ganze reparieren können. Ja. Genau. Ja, das war es dazu. Dann ging es noch um die kleinen Planeten-Locations. Ne? Da haben Sie gesagt, da wird es so sein, dass wir am Anfang kleinere Camps erstmal haben werden, ne? Kleinere Forschungsstationen, also nicht überall Levski. Nee, natürlich nicht, weil ich meine, so eine Landezone wie Levski jetzt so auf Nyx ist natürlich halt so ein Ding, was schon mit einer ganzen Menge Designarbeit auch verbunden ist und du kannst davon halt eben aus dem Baukastensystem eine ganze Menge erzeugen, aber halt Levski ist dann halt nach der Logik schon eine größere Landezone und wenn man sich jetzt halt eben anschaut, wenn ihr euch an die Gamescom 2016 Demo erinnert, wo sie am Ende dann diesen kleinen Piraten aus dem Posten hochnehmen, das wird wahrscheinlich eher eine kleine Landezone sein, also halt so ein Gebäude oder vielleicht ein paar Container, ein paar Igloos, wo sich ein paar Leute drin rumdrücken, eine kleine Garage für einen Rover oder so, aber nichts, was jetzt halt irgendwie wirklich großartig halt irgendwie ein riesen Kellergewölbe hat aus, keine Ahnung, was weiß ich, wie vielen Stollen und sagen wir vielleicht halt so, solange es keinen Fahrstuhl hat, ist es eine kleine Landezone, kann man vielleicht jetzt mal so ganz grob halt behaupten, ist natürlich Spekulation, aber ich würde das jetzt erstmal so einordnen, also halt einfach nur so kleine, leichte Konstruktionen. Ja. Dann gab es Neuigkeiten auch bei ATV zum Thema Behind the Scenes. Was ist da los mit Vision Stabilization, mit dem System? Das haben Sie erklärt, ja, dass die Sichtstabilisation, dass Sie daran auf jeden Fall arbeiten, weil viele haben sich ja auch darüber beschwert, okay, ich laufe durch den Raum und mir wird kotzübel. Ja, liegt unter anderem daran, dass das der in real... Genau, ja. Der sogenannte Headbump, genau. Der halt in einigen Spielen halt einfach per Slider zugefahren wird. Ist ja halt so, dass halt in normalen FPS-Spielen ist es halt eben so, dass deine Ego-Perspektive eigentlich nur eine Kamera ist, die in der Map hin und her fährt und es werden halt einfach ein paar Arme drunter geklatscht und eine Waffe halten und das ist es dann halt so. Da sind dann halt auch Animationen dran verortet halt, sodass halt was nachgeladen wird oder jemand mal durchlädt. Das ist aber nicht dieselbe Animation, die die anderen Leute auf der Karte sehen, wenn die dich angucken. Das sind quasi zwei verschiedene Instanzen in also normalen FPS-Spielen. Genau, dementsprechend auch verschiedene Körper, also nicht ein Skelett, sondern verschiedene Körperteile.
Genau, und das ist halt in Star Citizen anders. Da ist es nämlich so, dass ich halt so nur eine Instanz habe, in denen sich halt verschiedene Skelette aufhalten und die Kameras sind halt eben direkt an diesen Skeletten auch verortet. Das bedeutet, halt die Kamera halt eben für den Charakter ist halt oben irgendwo an der Stirn verortet. Das Problem ist jetzt natürlich halt, da wir ja Motion Capturing benutzen, um halt diese Skelette zu animieren, ist es halt so, wenn ich laufe, bewegt sich ja mein Kopf auch. So, und wenn ich halt einfach nur eine starre Kamera habe, dann macht die halt eben so. Ja, ja. Und in der Realität halt kompensieren sowohl Augen als auch Gehirn dieses Wackeln der Bewegung. Und das ist da nicht der Fall. Deswegen mussten sie sich was ganz Schlaues einfallen lassen und haben sich in der Tierwelt umgesehen. Nein, die machen es jetzt wie die Hühner. Ja, genau. Also ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn du halt eben Huhn halt eben so hältst, ja, und du bewegst den Körper halt so, der Kopf bleibt halt an derselben Stelle. Und prinzipiell ist das halt irgendwo so die Logik, die sie jetzt versuchen, halt so für diese Kamerastabilisierung benutzen, die dann halt dazu führen soll, dass du halt eben jetzt nicht so ein krasses Gewackel halt eben hast, wenn du durch die Gegend rennst. Ja, also das auf jeden Fall ganz spannend und ganz clever, finde ich. Ja, das war's dazu zu Around the Verse / Reverse the Verse, weil Reverse the Verse ist auch darauf eingegangen, auf diese Themen. Und dann kommen wir auch schon zu Ben's Day with D'Angelo, Batgirl. Ja. Batgirl und ihre Katze. Ja, die liebe Katze. Aber auf jeden Fall hatten sie einige ziemlich wichtige Themen, unter anderem eine Richtigstellung zur Anvil Hornet F8 Lightning. Da hat ja Ben letzte Woche so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und keiner wusste jetzt, steht die jetzt eigentlich zum Verkauf oder nicht. Wir können so viel sagen, aktuell nicht nein. Im Verkauf. Genau, nein. Ist ja auch irgendwie logisch, weil ich meine, wenn das UE halt einen neuen Überlegenheitsjäger gebaut hat, irgendwie macht es relativ wenig Sinn, dieses Ding halt sofort mit Einführung bei den Streitkräften auch auf dem zivilen Markt rauszuschmeißen, weil dann hatten ja jeder irgendwie. Ja. Also so, nicht mehr überlegen. Was dann Sinn und Zweck eines Überlegenheitsjägers so ein bisschen aushebelt. Dementsprechend, nein, wird erstmal nicht zivil verkauft. Das kann halt sein, dass sich das später ändert, wenn dann das Militär quasi ein Schiff hat, was die F8 Lightning denn in dieser Position ablöst. Ja, zum Beispiel die F8 Lightning Mark II oder so. Dann halt wird die Mark I wahrscheinlich in den zivilen Verkauf halt eben unten rausfallen. Dann verkaufen sie die ab und verwenden halt eben quasi den überlegeneren Jäger halt eben wieder in dieser Position. Aber aktuell ist das nicht geplant. Ja. Dann gab es noch eine Frage zu den Schiffen. Was ist denn mit der Constellation Aquila? Wird die früher fertig als die Carrick? Da haben sie gesagt, falls es so sein sollte, für alle, die eine Carrick besitzen, die werden dann als Leihschiff eine Constellation Aquila bekommen. Sie haben sich jetzt noch nicht so richtig dazu geäußert, ob das so sein wird oder nicht, aber eigentlich geht man davon aus, dass sie früher fertig werden wird. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, weil ich meine, die Constellation-Reihe ist jetzt halt schon eine ganze Weile da. Klar, kommt da wahrscheinlich nochmal halt ein Rework, aber im Grunde genommen ist es halt einfach so, irgendwie die Constellation ist da, es gibt auch verschiedene Varianten schon von und ich denke mal, dass sie die Aquila halt jetzt früher fertig haben werden, als die Carrick, die jetzt halt vor kurzem immer noch vor dem Konzeptstatus war. Die entwickeln da dran zwar schon, aber höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass du halt dann als Carrick-Besitzer wahrscheinlich bald eine Constellation Aquila im Hangar stehen hast. Spekulation, ja, aber ich glaube nicht so ganz unrealistisch. Ja. Dann gab es noch eine Frage zu den bemannten Türmen. Dein Lieblingsthema, Stabilisierung. Ja, ihr seht es, was ist da los? Baller, 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 habe ich jemanden getroffen? Nee, genau. Es ist ja halt einfach so, ich habe ja immer halt so die große Ehre halt bei den Missionen, die wir dann machen, halt im Turm zu sitzen. Und das ist tatsächlich halt immer ein bisschen schwierig, wenn Sawyer halt wieder seinen dreifachen Immelmann halt eben macht. Noch irgendwo, ohne halt irgendwie wahnsinnig komische Verrenkung. Also du bist eigentlich die ganze Zeit am Drehen, versuchst halt irgendwo ein Ziel wieder zu finden. Weil halt einfach irgendwie die Mechanik der Türme, wie sie jetzt ist, halt einfach relativ es schwer macht, ordentlich zu zielen. Und die Sache ist halt eben, die Batgirl hat es ganz schön umschrieben, sie meinte halt so, ja, sie will dieses Star Wars Moment haben, so irgendwie, wo halt Han Solo und Luke Skywalker zusammen im Millennium Falcon sind, so, got one! Das passiert halt eben nicht, sondern man schießt die ganze Zeit nur quer in die Gegend und trifft halt eben nichts. Und deswegen schauen sich jetzt halt eben verschiedene, auch in der Realität fußende Stabilisierungsmodelle an, um dem halt ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Dann gab es noch was zu den Schiffen. Wie ist das mit der Redeemer? Also wie ist der Unterschied, Unterschied kann man sagen. Wie ist der Unterschied zwischen der Aegis Redeemer und der Hoplite? Das haben sie versucht zu klären und ist damit geäußert. Also die Hoplite ist quasi eine Variante der Vanguard, während die Redeemer eigentlich ein spezialisiertes Dropship ist. Also keine Variante, sondern das ist ihre Hauptkernaufgabe. Natürlich kann die Hoplite auch dafür verwandt werden oder verwendet werden, aber ist nicht... Ist eine spezialisierte Variante für diesen Zweck, aber die Redeemer soll ja halt eben ein dediziertes Dropship halt eben sein, in der Logik, wie es damals dann halt in Next Great Starship halt eben ausgerufen war oder dann halt gekennzeichnet war. Der Typ hat halt damals gewonnen,
und hat dieses wunderschöne Schiff dann halt eben an Star Citizen übergeben und die haben dann gesagt, ja, okay, wir bauen das ein, das kommt jetzt erstmal zu Aegis und ist jetzt ein Dropship. Das ist und so sieht ein, gut aus. Ja, genau, und sieht aber hübsch funktioniert aus. Nicht. Und dann stand das im Hangar und ist auch alles gut und schön, nur jetzt leider muss es halt wirklich auch Dropship-Aufgaben übernehmen und da wird es jetzt langsam nämlich ein bisschen komisch, weil jetzt merken sie nämlich auch einmal, ups, funktioniert alles gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben und dementsprechend stehen da halt diverse doch relativ umfangreiche Überarbeitungen halt eben der Redeemer an, die jetzt auch terminlich tatsächlich fest geplant sind. Aber ja, ich höre halt schon wieder das Geschrei halt so, meine Redeemer sieht nicht so aus, wie ich sie damals geplätscht habe. Ja, aber dafür funktioniert sie jetzt. Dankeschön, das spielen wir einfach dann bei jeder Gelegenheit wieder ein. Das ist nämlich ganz genau der Punkt halt so. Natürlich wird halt dieses Redesign wahrscheinlich dann halt auch mit äußerlichen Änderungen einhergehen. Aber mal gucken, ich meine, bisher sind die Schiffe eigentlich alle hübscher geworden und nicht hässlicher. Meine Meinung. So, gut. Machen wir nachher zu unserer Umfrage kommen dann, ne? Genau. Zu Harold. Okay. Ja, da greife ich jetzt schon vorweg. Das war es dazu. Wir springen jetzt direkt weiter zum Star Citizen Newsletter. Mm. Und da hat sich der Chairman zurückgemeldet. Also es gibt eine überarbeitete Version auch von Ten for the Chairman. Und wir haben uns ein paar Punkte rausgegriffen, die wir interessant fanden. Aber es gab noch viel mehr. Also Chris hat viel mehr beantwortet, als wir jetzt sagen können. Das Wichtigste, was uns halt auch am meisten interessiert hat, eingescannte Köpfe und Charakteranpassungen. Da warten wir ja alle irgendwie schon ewig drauf, wann können wir aus verschiedenen Köpfen auswählen, unsere Figur. Wann kann ich halt meine eigene Fresse einscannen, einschicken und dann habe ich meinen eigenen personalisierten Charakter? Können. Nee, richtig, genau. Das gibt es nämlich nicht. Aus dem einfachen Grunde daraus, dass halt eben so dieses 3D-Capturing inklusive der Gesichtsanimation und dem ganzen Zeug ist halt einfach so hackenaufwendig, ja, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, halt sämtliche Bäcker halt 3D zu capturen, dann auch noch zu animieren und dann denen ihre personalisierten Charaktere zur Verfügung zu stellen. Ist halt leider mit momentanem Stand der Technologie nicht drin. Dementsprechend bekommen wir eine vordefinierte Palette, außer was waren das halt, irgendwie so 20 Köpfe oder so? Ja, und die können wir aber miteinander kombinieren. Genau, ne? Man die kann verschiedene Partien Wann? Aus dem einen Kopf rausnehmen, genau, und in den anderen reinstecken und das halt eben, damit halt schon ist eine große Menge an, ja, Varianz halt eben, ja, da. Die Hauttöne wirst du halt frei einstellen können, Augenfarbe, Haarfarbe, das ganze Zeug kannst du halt eben auch noch alles frei einstellen. Damit ist halt wirklich halt eine Menge an Variablen halt eben da, womit man, glaube ich, halt gut hinkommen sollte. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben sie halt noch so nebenbei erwähnt, also Tattoos zum Beispiel werden auch möglich sein, Narben wiederum nicht so, ne, weil die ja in 3D quasi dann sind, was du bei Tattoos nicht hast. Also das sind so Punkte, wo noch ein bisschen gefeilt werden muss. Also Narben im Gesicht werden, ja, im Gesicht, möglich, stimmt, sein. Am Körper ist es nicht, ja, so ein Problem, aber im Gesicht, dass das sich dann halt richtig mit der Animation verhält, ist halt eben auch nicht so einfach, deswegen ist das erstmal aufgrund der Ökonomie halt einfach erstmal gestrichen. Ja, aber zumindest arbeiten sie daran und es scheint in greifbare Nähe zu rücken. Genau. Das war's dazu, dann kommen wir eigentlich schon direkt zu unseren Videos, die wir gemacht haben, ne? Ja, wir haben den Monatsreport für euch aufbereitet. Sawyer und ich haben das gemacht. August ist jetzt draußen für euch. Es gab Neuigkeiten zu Star Marine, FPS, Animation, neue Waffen, das Itemsystem 2.0. Das haben wir euch alles schön fein zusammengefasst im, genau, August. Da gab es eine Menge. Gibt's da zum Anklicken und Gucken. Mhm. Als nächstes hatten wir ein neues Format und zwar das Hörbuch zu Orbital Supermax. Ja, gesprochen von der einzig wahren, der einzig richtigen. Gab's wahnsinnig viel positives, ja, Feedback zu. Also ich bin immer noch ganz geflasht. Ich danke euch an dieser Stelle dafür. Also das, ich bin auch ein bisschen erleichtert und total froh, dass das so gut angenommen wird. Und wir hatten noch echt viel Spaß dabei, das aufzunehmen. Und wir hören uns jetzt immer jeden Donnerstag. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Bock, die Folgen einzulesen. Und ja, es wird noch eine Menge passieren bei Orbital Supermax. Könnt gespannt sein. Und ich danke euch auf jeden Fall für eure ganz lieben, süßen, tollen Kommentare. Einfach immer fröhlich weiterhören und weiter kommentieren, da freut sich ganz doll. So, genau, und dann kommen wir jetzt halt noch zum dem Showcase Piraterie, was ich mit dem Sawyer zusammen halt gemacht habe. Und ja, es lief wirklich, ja, sehr gut, da läuft sehr gut halt. Die Kommentare sind üppig und halt eben sehr vielseitig. Stößt auf Interesse. Ja, absolut. Ich meine halt, so, das Thema war vielleicht auch schon langsam ein bisschen überfällig, weil es ist ja wirklich dann doch ein immanenter Bestandteil des lebenden, atmenden Universums, was sich Chris Roberts gedacht hat. Und Piraten brauchst du ja auch, weil ohne halt Gesetzesuntreue kannst du ja halt eben auch keine Gesetzestreuen gehen. Insofern halt so, schaut mal rein, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Stück geworden. Und ja, dann das kommen wir, war's halt damit und wir kommen zu Interaction. Und Interaction. Zwar, da haben wir von euch letzte Woche wissen wollen, ja, wie findet ihr denn die überarbeitete Version der Herald?
Und sagen wir mal so, 36% waren es, die gesagt haben, nice, finde ich geil, gefällt mir das Design. 29% meinten, ist ja kein Sandfloh mehr, eher eine fette Rennmaus. Mit einem dicken Arsch. Genau, die weiteren 29%, also halt obendrauf, meinten so, ja, nee, mag ich nicht, will ich nicht, finde ich scheiße, next. So, und dann gab es immer noch 7%, die gesagt haben, ja, schick, aber ich fand es irgendwie vorher schöner. Gut, fair enough. Ich finde es halt irgendwie sinnvoll. Die Asymmetrie aus dem Schiff ist jetzt raus. Dafür fliegt sie sich offenbar ein bisschen besser, weil ich meine, seien wir ehrlich, ich meine, so lässt sich halt eben ganz schlecht halt Strecke machen. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, und ja, damit sind wir durch für heute. Ja. Crazy shit. So, erster Verse Report halt so von Cecilia und Dosa. Auch ganz gut, glaube ich. Ist okay, ich habe 2 Kilo abgenommen vor Angst. Aber nee, ist alles gut. Hose rutscht ein bisschen. Sonst, Also vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr uns zugeguckt habt. Hinterlasst uns Kommentare, Feedback, Abos natürlich. Schaut fleißig weiter und sagt uns, was ihr gut fandet, was noch besser sein könnte. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut doch bitte mal halt bei uns auf dem Patreon-Profil vorbei, um uns zu ermöglichen, halt so diese ganze Chose hier noch weiter auszubauen und noch weiter zu treiben, als wir es bisher vorstellen können. Und vielen Dank halt so fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir verabschieden uns gemeinsam mit einem See you on the flight deck!